Hallihallo, du liebe Krebs, und herzlich willkommen hier bei mir bei meinem Monatssternzeichen-Reading. Also, es wird spannend, es ist spannend, es liegen ganz, ganz schöne und sehr, ja, eindrückliche Karten da. Und wir dürfen uns jetzt hier in dieser Neumond-Energie, nimm die gleich mit zur Verstärkung, anschauen, was du willst, was du brauchst, wovon du mehr im Leben haben möchtest, wo du einen Neuanfang haben möchtest, was sich jetzt für dich ja klären und manifestieren darf und wonach deine Seele jetzt schwingt. Und das sehen wir jetzt schon. Als Überschrift habe ich hier die drei Karten, sind gefallen. Habe ich da jetzt hineingesteckt. Und zwar, es ist Zeit, dass du dich jetzt, dass du bereit bist, quasi dich jetzt einmal mit dir selbst, ja, auseinanderzusetzen und einfach mal zu schauen, wo du wirklich hin möchtest. Und das Rückblatt haben wir hier, den Park. Und der Park ist jetzt bei mir in diesem Kartendeck, weil das einfach so eindrücklich ist, wenn du dir das anschaust. Da sehen wir eine Glaskuppel über einer wunderschönen Pflanze, rundherum ist wie ein Paradies, es fließt, es sind Engel da, alles da. Und drinnen in dem Glashaus wächst die Pflanze eigentlich schon über sich hinaus oder über dieses Glashaus hinaus. Es wird sehr, sehr eng, so könnte man das sagen. Der Park an sich spricht ja auch von Begegnungen, von Treffen, von, na, und hier haben wir das aber alles nicht. Hier haben wir jetzt nicht Menschen, die sich treffen, die sich begegnen, sondern hier geht es jetzt irgendwie um dich, und zwar geht es darum, dich aus Glaubenssätzen, so kommt es für mich immer rüber bei der Karte, aus Glaubenssätzen, gerade auch was die Partnerschaft betrifft, einfach herauszubefreien, einfach einmal du selber zu sein und zu schauen, wo du eigentlich hin möchtest. Ja? Und da gibt es immer, na, was ist deine Loyalität? Wo bist du dir wirklich treu? Bist du dir treu? Sprichst du auch deine Wahrheit aus diesbezüglich? Befreist du dich auch aus Dingen, die dir nicht mehr gut gesonnen sind, auch in dir? Das heißt nicht vom Außen, sondern na, die deinem Seelenplan. Na, das Schiff ist für mich so ein Seelenplan, der Aufbruch in deinen eigenen Seelenplan. Und das sehen wir aber, das Schiff ist nicht davor gefallen, sondern es ist irgendwie so hinter dir. Ja? Also, und jetzt ist die Zeit dazu, quasi zu sehen und dich umzudrehen. Ja, so könnte man das sagen. Weil es geht um dich, es geht um dich, es geht um sonst nichts anderes. Vielleicht hast du auch in der Familie kennengelernt, ja, wie du erzogen wurdest, dass man sich aufgibt, vielleicht auch für eine Partnerschaft, oder dass da man einfach Kompromisse einschließen muss oder lieber mal die Füßchen stillhalten sollte oder. Und das stimmt halt alles nicht, weil es darum geht, dass du bist. Und wer bist du? Wer bist du, wenn das alles nicht stimmig ist? Und damit machst du deine Segel auf und fliegst über alle Zustände. So, und jetzt schauen wir uns aber mal an, um was geht es denn da überhaupt? Ja, was wird denn da im August so gezeigt oder getan? Und da haben wir auch schon den Ritter der Schwerter mit der Lupe drauf. Wir haben hier im Unterbewusstsein, im Bewusstsein und in der Hauptsituation haben wir tatsächlich die Schwerter liegen. Und die Schwerter sind für mich eine sehr mentale Kraft, aber auch gleichzeitig ganz viel Gedankengrübeln. Und wir haben auch die 9 der Schwerter hier, wo du eine Veränderung möchtest. Das ist dir hier bewusst. Also du möchtest auch dir keine Sorgen mehr machen, dich nicht immer im Kreis drehen mit irgendeinem Thema, vielleicht irgendwas vergessen, vielleicht irgendwo einfach einmal, ja, leicht und luftig für dich sein, ohne dich jetzt vielleicht mit einem anderen Menschen zu sehr im Kopf vielleicht auch abzubringen, fast schon gefühlt von deinem eigenen Weg. Ja? Irgendwas beschäftigt dich, da muss jetzt auch keine Person sein, ich habe jetzt nur gerade die Königin der Herzen, muss jetzt gar nicht eine Person sein, sondern kann auch wirklich eine Situation sein oder irgendetwas, wo du immer mal wieder nachhängst. Das ist sowieso jetzt eine sehr bewegte Zeit, ich lade dich sehr gerne ein am 8.8. um 19.30 Uhr, bitte füg dich da mit in die Liste ein, unten in der Infobox hast du die Daten für meinen Workshop am 8.8. jetzt in 5 Tagen, in 4 Tagen, sei bereit, es geht los quasi, es geht los mit der Königsdisziplin. Also es geht darum, weibliche und männliche Energie in sich zu vereinen, sich zu spüren, sich wahrzunehmen, in Verbindung mit sich selbst zu gehen, beim Lion Gate, beim Höhepunkt des Lion Gates, besser gesagt, und da jetzt wirklich in die Vereinigung zu gehen mit sich, aber dann auch mit anderen. Eine ganz wunderschöne Aktivierung, die stattfindet, ich habe schon ein bisschen was gesehen, mit den Zwillingsflammen-Aktivierungen, wo einfach du in deiner Essenz aufgestellt wirst und dich wieder mit dir
verbindest, aber auch die Leute ins Feld ziehst quasi, die mit dir verbunden gehen möchten diesen Weg. Wunder, wunder, wunderschön. Ja, also da lade ich dich herzlich ein, unten in der Infobox anmelden. Was es braucht, ist einfach nur deine E-Mail-Adresse, dein Name. Du bekommst dann über die Automatisierung den Link über Zoom zugestellt. Es kommt dann auch nochmal eine Erinnerung davor und dann geht's los. Am 8.8. bin ich schon mega bereit und wir nutzen einfach jetzt die Energie, die kommt, um. Also dieses alte Abschließen ist ja jetzt schon seit ein paar Wochen, kommt mir vor, oder halt seit einiger Zeit kommt mir vor, ist das einfach ganz, ganz stark, auch im Feld, auch im Kollektiven, aber bei dir halt jetzt auch ganz stark, ja. Und du erstellst jetzt deine Welt, aber du weißt halt noch nicht wie. Und genau das ist halt der Punkt, dass du dich jetzt mal spürst und mit dir beschäftigst, weil irgendwo hängst du danach, ja. Wir haben da im Rückblatt, irgendwas hatte da wehgetan in der Vergangenheit, irgendwas ist zerbrochen in der Vergangenheit, wo du sehr daran kiefelst, dass es passiert ist, ja. Aber da kommt jetzt die Gerechtigkeit. Da kommt die Gerechtigkeit und jemand möchte auch klären mit dir. Also das ist hier schon eine Situation, die einfach geregelt, geklärt werden will. Und wir haben es auch hier mit der Kommunikation, auch wenn man sich hier vielleicht noch ein bisschen schützt, auch wenn man hier vielleicht noch nicht ganz genau weiß, wie, was, wann. Ja, da sind noch Wölkchen, da sind noch Verschleierungen, aber in Wirklichkeit ist man hier bereit und zeigt das dann auch. Und möchte hier auch, ne, das ist eine sehr brutale Karte, finde ich persönlich, weil der hält hier das Schwert, das Schwert an sich schon in den Händen, also das tut weh. Und es geht aber jetzt hier nicht darum, um eine schmerzhafte Kommunikation zu starten, sondern das zu erkennen und nicht mehr länger zu warten, sondern das Schwert einmal runterzugeben und ganz normal an der Klinge anzufassen und sich zu erheben, sich und seine Stimme zu erheben, die Gedanken zu sortieren und da einfach einmal vielleicht auch klar zu kommunizieren oder ehrlich zu kommunizieren. Also irgendwas mit Kommunikation und Gedanken hat das auf jeden Fall zu tun, um hier einfach eine Unbeschwertheit wieder ins Leben zu bringen, weil das willst du, das kommt ja auch. Der Page der Schwerte ist für mich eine unbeschwerte Energie, eine Energie, die voran möchte, Energie, die voranläuft, auch ein Stück weit, die sortieren möchte, die zwar manchmal wie ein Blitz durchfegt und dann wieder Unordnung bringt aufgrund der Schnelligkeit, aber im Grunde will sie Ordnung schaffen, jetzt hier, weil der Turm fliegt dazu. Und bei dem Turm geht es wie um einen Befreiungsschlag aus, wieder, na, so wie hier auch eigentlich im Prinzip, aus deinem Inneren. Also irgendwas, was du verschlossen hattest, was du weggedrängt hast, was du nicht mehr haben wolltest, möchte aber hier zu Ende gebracht werden für dich mit dir, ja, weil wir haben hier einen Umbruch, der drinnen liegt, ganz eindeutig, und du siehst aber das Ergebnis hier noch nicht, aber du kannst dir sicher sein, dass das etwas mit deiner Wunscherfüllung zu tun hat hier und eine positive Veränderung eben auch hier auch nochmal. Also die Karten sprechen schon für sich, dich hier zu trauen, aufzumachen und einmal zu schauen, was hier denn für dich kommen will, ja, hops, 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 so. Was kommt aus der Vergangenheit? Und da haben wir, dass da hier auch Unklarheiten waren mit den Wolken, dass da viele Gedanken waren, dass da vielleicht auch Streitigkeiten waren, Konflikte waren, etwas, was dich vielleicht auch, was an dir gezerrt hat. Ja? Aber das, was wir hier auch sehen, ist, dass sich dadurch ganz, ganz viel bewegt hat, dass einfach ganz viel auch an Bewusstheit für dich gekommen ist. Ja? Mit dem Wagen, wo ganz viel, mit der 7 hier auch, wo ganz viel, ja, passiert ist für dich, wo ganz viel Ausgleich passiert ist, und auch hier liegen die Krebse drauf. Also ganz viel Bewegung hat hier stattgefunden und es ging wohl schon darum, zu erkennen, was geht nicht, also wie Gegensätze die einander gezerrt haben, weil die Pferde laufen hier nicht miteinander einen Weg, sondern es ist wie gegensätzlich und zieht sich wie fast auseinander. Aber durch dieses Auseinander ist es die Wolkendecke, die bricht. So irgendwie kommt das jetzt gerade. Ja, also wunderschön. So, und jetzt glaubst du es wahrscheinlich nicht, aber wir sehen jetzt hier, was kommt, und da ist wieder, ja, die Strahlkraft pur, wie eine neue Welt, die sich für dich jetzt hier erstellt, und auch die Liebenden, ja, weil ein alter Zyklus des Leides, der Qual, der nicht auf die Seele hören, nicht aussprechen, schlucken, was auch immer alles, ja, der endet jetzt hier mit der 8, ja, die 8 ist wirklich auch so eine Berg- und Talfahrt irgendwie, ja, und jetzt geht es darum, in der Mitte die Kraft zu gewinnen, und das schaffst du hier, weil du dich jetzt mit deinen Themen auseinandersetzt und wirklich auch sagst, okay,
wer bin ich denn jetzt? Wer bin ich denn jetzt wirklich? Wer bin ich denn überhaupt jetzt, wenn ich mal vergesse, was in der Vergangenheit alles passiert ist und mal meine Ängste löse? Auch die Schwerter haben für mich schon noch mit Angstlösung zu tun. Wenn wir Excalibur anschauen zum Beispiel, der karmische Stricke durchbricht, das einfach vieles abschneidet und wegkattet von dir, was du nicht mehr brauchst, denn du bist pures Licht, ja, so gesehen, dass du da mal alle deine Schatten aus der Vergangenheit lösen darfst, ja, das sehen wir hier, dass das hier angesehen werden will. Wir sehen es hier nicht, dass du es tust, aber ich sage, du tust es, weil hier die positiven Karten drüber liegen. Das heißt, das passiert hier wie automatisch. Das heißt jetzt nicht, dass du in einen Arbeitsalltag verfallen musst, wo du dich selbst optimierst und die ganze Zeit nur an dir herumdoktest. Ich sage euch was, die Zeit ist fast schon vorbei. Auch die, die in der Selbstwertsausbildung bei mir sind, kriegen das mit, dass dieses... Wir lernen zwar Strukturen, aber es geht nicht darum, uns selbst zu optimieren. Ja, also dieses Selbstoptimieren und ich muss immer besser sein und ich kann auch nicht, weil und das ist sowieso. Du bist alles, was du bist. Es geht nur darum, dass du dich daran erinnerst, was das ist, ja, und was du wirklich mit deinem Wesen erreichen möchtest, was dir Spaß macht, was dir Freude macht, dass wir nicht mehr schmerzinitiiert die ganze Zeit arbeiten, sondern... Oder uns in irgendwelchen Gefilden gefangen halten, die einfach nicht mehr richtig sind für uns, sondern dass das aufbricht, dass wir sagen, okay, ich bin ich und ich möchte dieses und jenes im Leben erfahren und danach gehen. Und das kann natürlich auch ein Konflikt in dir stattfinden, durch so eine Situation, wo du soweit bist, weil du sagst, okay, aber wer bin ich dann und wer muss alle aus meinem Leben vielleicht auch gehen? Also das ist die meiste Angst, die mir Kunden mitteilen, egal ob sie jetzt ein Reading, eine Heilsession, ob sie in der Ausbildung sind, ob sie ins Business gehen, ob in die Business School, ob sie Unternehmerinnen schon sind oder ob sie einfach an der puren Transformation selber interessiert sind, was sowieso bei mir immer mitschwingt. Es ist völlig egal, es ist immer die Angst, irgendwas zu verlieren und zu versagen. Ja, ich bin nicht gut genug und so weiter. Also das ist wirklich ein weltliches Problem. Ich werde nicht gesehen, ich werde nicht gehört, ich werde nicht wahrgenommen. Ja? Doch, das wirst du schon, lieber Krebs. Ja? Weil hier geht es wirklich darum, dass du genau diese Dinge mal vergessen darfst. Das hast du vielleicht gelernt, das waren vielleicht vorige Erfahrungen. Ja? Und jetzt geht es darum, dich mit dem zu verbinden, was du jetzt willst, weil da hast du den Kompass. Ja? Was du jetzt willst, was sagt dein Herz? Du hast die Sonne und du siehst ja hier, es kommt ans Licht, es kommt alles ins Licht quasi, es wird alles aufgelöst, was deinem Wünschen nicht mehr entspricht und es kommt die Wunscherfüllung. Ja? Wichtig ist nur, dass jetzt der Schleier mit dem Mond bricht, dass jetzt einfach dieses alte Thema gelöst wird quasi. Vielleicht musst du da nochmal in die Aussprache gehen, vielleicht musst du da nochmal für dich einfach klar sehen. Ja? Wie auch immer, es ist ganz, ganz wichtig, dass du hier dich nicht vergisst, sondern wieder nach dir und nach deinem Wesen ausrichtest. Und wenn das heißt zum Beispiel, dass du kämpfst, wenn das heißt, dass du zum Beispiel irgendwelche Dinge machst, dann schau dir mal an, warum. Warum und was wäre der einfache Weg? Das soll ich dir sagen. Was ist der einfache Weg? Und wenn der Weg, den du eingeschlagen hast, nicht einfach ist, dann ist es vielleicht nicht dein Weg. Und das habe ich jetzt schon so oft erlebt, überall dort, wo es schwierig ist, ja, überall dort, wo uns Steinchen in den Weg gelegt werden. Und das geht nicht um die innere Einstellung, dass man Angst hat. Ja. Das ist klar bei Veränderungen, die kommt fast immer. Ja. Aber wenn so richtig nichts in eine Richtung läuft von uns, wenn nichts irgendwie Feuer fängt, wenn nichts da ist, was dem irgendwie, was da Begeisterung abbringt, dann ist es wahrscheinlich einfach nicht der Weg. Und viele bleiben aber dran und hängen dran und denken sich, ja, aber ich will ja das und das ist aber der Kopf, der da spricht und nicht das Herz. Und es geht jetzt in dieser Zeit ganz, ganz stark darum, Herz und Verstand in Einklang zu bringen. Deswegen freue ich mich auch mega, wenn du am 8.8. jetzt dazu stößt, weil da geht es eben auch genau darum, männliche, weibliche Energie oder Herz und Verstand in Vereinigung bringen und dich mit dir selbst in Verbindung zu bringen, aber eben auch mit anderen, die für dich wie ein Zugpferd nach vorne sind. Also dann, du lieber Krebs, ich wünsche dir jetzt eine wunderbare, klärende Zeit und ein gutes Durchstarten und nicht mehr länger warten für dich in dieser wunderbaren August-Energie. Bis dann, Baba.